weil wir es, glaube ich, sicherlich mal brauchen. Hier. Und notfalls können wir uns ja vor Ort, also zu Hause, auch nochmal eins machen. Und die Wolle, hoffe ich, haben wir hier dann bald wieder herin. Da müssten uns jetzt mindestens zwei geben, jawohl. Wolle haben wir schon wieder herin. Von daher passt es schon. Vor allem, ich verwende für die Betten eigentlich lieber die farbige Wolle, weil man die dann eh erst wieder weiß färben müsste. Und so geht es halt einfacher. Bei meiner Let's Show Welt, da habe ich letztens auch ein schönes Dreierbett gemacht. Ist zwar völlig sinnlos, aber sieht halt besser aus. Zum Thema Let's Show. Entweder ist schon eins gekommen. Ich weiß es nicht, wann diese Folge läuft. Ich schätze mal, diese Folge läuft so rund Montag oder so oder Dienstag in den Ferien. Wenn es so aufgeht, wie ich mir, wie ich hoffe, wünsche, denke. Dann könnte sein, dass schon eine Folge gelaufen ist. Und hier wurde gefuscht. Zu den Klängen von irgendeinem komischen Affen, der meint, er könnte Klavier spielen. Und bei mir ist es immer voll laut hier auf dem Ohr, deswegen mache ich das nochmal auf 5%. Und hier wurde auch manipuliert, aber das ist mir jetzt wurscht. So. Jetzt wird es dann bald Zeit, dass wir da anfangen. Wir werden auf alle Fälle sehr viel Holz brauchen. Denke ich. Oder machen wir mal was ganz was Abstraktes. Ah, das sieht auch interessant aus. Wir sollten mal wieder in die Hölle gehen. Darauf hätte ich jetzt gerade richtig Bock. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch Bock habt. Ich möchte gerne mal diese Ziegelsteine ein bisschen einbringen, weil ich die Scheißdinger eigentlich nie verwende. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und das Glas ist fertig, aber die Öfen sind wieder hängen geblieben. Dieses Problem habe ich hier auch bei meinem bei meiner Let's Show Welt. Aber das ist eigentlich ziemlich Wurst. Gleich die nächsten rein und zack. Wo haben wir die Kohle? Ist da Holzkohle drin? Okay, wir reißen da die Hälfte raus. Was ist denn das für eine Zahl? Zack, zack, zack. 8. Hallo? Habe ich nicht mehr irgendwo Holz? Ne, nur noch Säure in Holz. Okay, dann machen wir mal so. Und Holzkohle, Holzkohle. Dann pappen wir das da oben rein. Weil die Kohle, die möchte ich mir gerne hier behalten. Dann machen wir hier wieder Holzkohle draus. Und jetzt habe ich zwar kein Holz mehr, aber das ist jetzt mal Wurst, sage ich jetzt einfach mal. Das Minecart brauchen wir im Moment nicht. Was macht das Glas da? Das gehört da eigentlich nicht hinein. Da haben wir noch eine Kiste, da haben wir auch noch einen Wollblock und da haben wir noch 64 Eisen. Und die legen wir jetzt auch mal daher. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Wobei wir eigentlich davor noch Holz holen sammeln müssten. Ja, ich glaube, wir gehen mal auf Holzsammeltour. Abfackeln tue ich nichts. Das könnt ihr gleich vergessen. Das riskiere ich nicht nochmal. Wer schon von Anfang an dabei ist, der weiß warum. Oder wer meine Folgen ab und zu mal öfters sie durchschaut. Der kennt den Grund. Und das ist ein fetter Baum. Das ist ein normaler Baum. Und da ist ein Schaf. Ich werde es mir gleich holen. Schaf. Zack. Nein. Platz. Und da haben wir unsere Sandmine. Da können wir noch ordentlich viel rausholen. Auch da so können wir die Mine noch sehr viel größer machen, als sie jetzt noch ist. Aber das machen wir nur, wenn wir wieder was brauchen. Und im Moment haben wir genug, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht,
was wir noch alles aus Glas bauen möchten, müssen, dürfen können. Und da bin ich noch sehr gespannt. Zack. Zack. Das Teil kommt weg, und der da kommt weg, und der da kommt weg. Das ist ein normaler. Reißen wir uns den hoch raus. Und den dann natürlich auch noch. Zack. Jetzt brauchen wir wieder Blättchen. Da haben wir wieder ein paar Stümpfchen. Ja. Unsere Getreidefarm ist da ein bisschen falsch am Platz oder so. Aber ich finde eigentlich, das kann man so lassen. Besser gesagt, man muss es so lassen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie die Getreidefarm da nochmal zu changen. The war has changed. Wer Duty Calls kennt, weiß, wovon ich gerade geredet habe. Aus welcher Stelle jetzt? Was ist denn da? Da haben wir mit Sicherheit wieder irgendwas eingebaut, so einen kleinen Geheimraum, und ich weiß schon gar nicht mehr davon. Doch nicht? Oh, das ist jetzt schade. Och man. Dann machen wir eben einen Geheimraum draus. So. Wenn jetzt jemand hier den Baum weggräbt und einfach nach vorne geht. Weggräbt, einen Baum gräbt man nicht weg. Die Höhle, glaube ich, geht eh nicht weit, oder? Ha, aber ein Huhn. Das Killerhuhn. So. Schon langsam müssten wir eigentlich wieder genug haben. 62. Dann hole ich mir noch kurz zwei. Verdammt. Nur zwei brauche ich. Ich will nur zwei. Zack, zack. Dankeschön. Und jetzt geht's auf nach drüben. So. Sollen wir fahren oder sollen wir uns hier dabei provisorischen Hafen anlegen? Ich bin für Hafen. Oder zumindest ein Boot, Boots. Was auch immer. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Und unsere zwei Eimer, die wir ja immer dabei haben. Zack. Und dann können wir hier wieder Wasser rausnehmen. Und wir haben unseren provisorisch angelegten Hafen. Wunderbar. Machen wir das noch schnell so. Und ich glaube, wir könnten hier vielleicht auch noch ein bisschen auf. Ja, das war schon wieder. Aber egal. So. Jetzt bauen wir hier noch eine Crafting Box rein. Zack, 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 zack. Zack. Und zack, 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 zack. Weg damit. Zack, zack. Und wieder aussteigen und reinschubsen und dann kommen wir nach Amerika mit dem Boot. So, du bleibst da ganz brav stehen. Okay, dann holen wir uns mal kurz da noch ein bisschen Sand. Zack, zack. Und Sand, 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 Sand. Sand und Sand. So. So.
bisschen größeren Hafen her. So, so, so und so. Ach, kack. Die waren dann. So, gut. Und dann steigen wir wieder ein in unser Boot und dann driven wir da rein. Ah, Lag, Framerate, geh wieder hoch. So. Jetzt könnten wir rein theoretisch hier quasi eine Blockade reinbauen. Damit unser Boot nicht abhauen kann, glaube ich. Oder reicht ein Block? Ich glaube eigentlich schon fast, dass ein Block reicht. Oh mein Gott, ach, dann machen wir einfach mal unseren ersten 64er Stack hier. Das werden wir sowieso alles brauchen. Zack und zang und zung und wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, wenn das hier unser Spawnpunkt ist, müssten wir hier eh... Was das hier sein sollte, weiß ich nicht. Ein bisschen Platz schaffen. Und deswegen grabe ich jetzt mal hier den ganzen Sand da weg. Kann man eh brauchen. Zack, 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 zack. Dun, 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 dun. Zack, 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 zack. So, einfach nur Schönheitskorrektur. Und das da noch, den da noch, das da wieder weg. Oh nein, 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 geh weg, ich lösche dich. Nein, ich wollte dich löschen. Und schon wieder ist er von uns gegangen, Hugo. Der Hugo ist aber eine bescheuerte Person, oder? Der checkt's einfach nicht. Okay, dann können wir hier drüben mal wieder ein bisschen forsten jetzt nicht, aber... Ah, stimmt, das wollte ich jetzt auch noch machen. Das machen wir jetzt gleich, bevor wir es dann später bräuchten. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zug. So. Das wird immer unser Holz. Bla 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 werden. So. Und jetzt geht's hier weiter. Sum, sam, sim. Bum, bam, bim. Bammel, bummel, rummel, rammel. Rimmel, rammel. Hinterm Ammel, in der Kammel, tu ich Rammel machen. Ja, das war scheiße, ich weiß. So, zack, Zug, sing, sang. Okay, dann würde ich sagen, könnten wir doch hier ein schönes Haus, Häusli drauf bauen. Ein Häusli machen wir drauf. So, das gleiche noch kurz an. Ja, ja. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diesmal nur ganz kurz aufnehmen wollte? Naja. Das Haus, das baue ich noch fertig. Zack, 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 zang. Und da haben wir noch 3 Sand, das heißt also, es reicht nicht ganz. Aber das ist jetzt auch mal nicht gut, aber ich werde mir einfach nochmal ein bisschen Sand holen.